Zuri. Gegen Fuchs. Geht vorbei. Skerdila Itzuri. Agemont hat gelauert. Gute Szene von Zuri. Und das gibt eine Ecke. War Bolan zu spät dran an diesem Ball. Aber eher sehr auffällig. Mirko Bolan. Nochmal Birk. Dann ist Boland eine Zehntelsekunde zu spät. Zuri, Zuri, Tor! Pierre Lebeau, es ist ja nicht zu fassen. Heute treffen die, die noch nie erfolgreich waren für Aue. Pierre Lebeau mit seinem ersten Tor überhaupt. Für den FC Erzgebirge. Das muss sie doch jetzt sein, die zweite Liga. Nur noch gut 5 Minuten zu spielen. Pierre Lebeau und Hensel, die beiden Torschützen, sind da zusammen. Klasse von Zuri. Lang gezogen und dann ist Lebeau da, nimmt Glasner den Ball vom Kopf. Und wieder kann Petkovic da überhaupt nichts machen. Kein Foul, selbst wenn Boland da zusammensinkt. Und er immer noch ruhig und gefasst, Rico Schmidt. Aber jetzt fehlt nicht mehr viel. 5 Minuten bis zur zweiten Liga, bis zur 6. Zweitligasaison für den FC Erzgebirge. Pierre Lebeau, er krönt eine starke Saison. Der 24-Jährige in Chemnitz geboren. Hochscheid hat Platz. Da kommt Zuri mit. Hochscheid versucht es allein. Nimmt Zuri mit. In der Mitte Agemont. Erik Agemont bekommt den Ball nicht, weil Petkovic klug den Winkel verkürzt. Wäre Zuri an Petkovic vorbei gewesen, es wäre die endgültige Entscheidung in diesem Spiel. Ramay. Jetzt wird um jeden Ball gekämpft. Natürlich auch von der Eintracht. Danneberg läuft zu auf Hensel. Der lässt sich etwas fallen. Danneberg versucht zum 1:1. Nicht schlecht gespielt auf Onuekwu. Aber dem fehlt die Bindung. Und Martin Mengel, der kämpft jetzt um jede Sekunde. Und es sind nur noch 3,5 Minuten. Reguläre Spielzeit hier in Aue. Es wäre auch zum ersten Mal für ihn, für Martin Mennel, ein Spiel in der zweiten Liga. Und das gibt keinen Freistoß, sondern das gibt nochmal Ecke. Das Erzgebirgsstadion, es steht. Er hat viel Zeit, Zuri. Gerade hat die Ecke für das 2:1 gesorgt. Macht er jetzt alles klar? Zuri, Agemont fliegt heran. Hensel, genau so muss er das spielen, vorbeigehen, keinen Konter riskieren. Marc Hensel, den lässt er ins Aus. So ist es. Und es sind nur noch 2,5 Minuten. Marc Hensel, sehr, sehr diszipliniert in dieser Saison. Deshalb auch nur einfacher Torschütze heute. Das sah in der letzten Serie noch ganz anders aus. Da hat er viel mehr für die Offensive gemacht. Aber dass er sich jetzt hier in den Dienst der Mannschaft stellte in dieser Serie, das hat viel mit zu beigetragen zu diesem außergewöhnlichen Erfolg des FC Erzgebirge. Lebeau. Auf Hensel. Er bekommt den Ball nicht. Boland sehr aktiv. Sehr auffällig und bekommt den Freistoß. Gräfe hatte Vorteil laufen lassen. Es ist ruhig geworden im Erzgebirge. Alle zittern jetzt hier. Boland mit dem langen Ball. Rico Schmidt aufgeregt.
Glasner kann klären. Schander jetzt natürlich auch mit vorn. Wuppertal ganz schnell nochmal rüber zu Bodo Böck. Neunundachtzigste Minute im Stadion am Zoo. Die Fans des FC Carl Zeiss haben etwas zu feiern. Es gibt diesen Eckball und dann der eingewechselte Amrain zum 1:1. Es sieht ein wenig freundlicher aus für den FC Carl Zeiss. Sie verfügen jetzt über 60 Punkte. Reicht auch immer noch nicht, um die Ziele zu erreichen. Aber sie sind nach Lage der Dinge des Spiels in Aue, Braunschweig auf den Fersen. Und das ist ja auch schon eine ganze Menge. Eick, Zeit für Helden in Lila-Weiß. Noch 40 Sekunden und Braunschweig kommt. Mit Ken Reichel aus der zweiten Reihe. Es sind noch 30 reguläre Spielsekunden. Erik Agemont ist rausgegangen, stark für ihn gekommen. Das Erzgebirge, es steht Kopf. Mit diesem Aufstieg hat ja nun aber auch niemand gerechnet. Rico Schmidt. Es wäre sein Werk und er zeigt jetzt nur in eine Richtung, nach hinten. Natürlich das 2:1, es würde reichen. Braunschweig mit Ono Ekpu. Mennel rutscht etwas weg, aber hat den Ball. Erik Agemont, der sieht sich jetzt um, sieht zu den Zuschauern. Genießt diese Sekunden, aber noch ist es nicht geschafft. Die 90 Minuten, sie sind um. Glasner. Und nochmal Ken Reichel auf Petkovic. Schander ist vorn. Ono Ekpo ist vorn. Morabit ist vorn. Und Schander wird gefoult von Koss. Das entscheidet Manuel Gräfe. Was für eine Dramatik. 28 Meter vom Männelgehäuse entfernt, gibt es noch einmal Freistoß und sie haben gute Schützen, die Braunschweiger. Krupke steht da und Boland natürlich. Der wendet sich ab. Dogan geht. Es wird wohl auf Krupke hinauslaufen, der schon 15 Tore geschossen hat in dieser Saison. Krupke und Boland. Jetzt die letzten. Der Ball ist weit weg. Und es könnte der verschossene Ball sein, der den FC Erzgebirge zurückführt in die zweite Liga. Jörg Weißflog reißt da schon die Arme hoch. Rico Schmidt beruhigt alle. Es kommt nur noch auf einen Pfiff an von Manuel Gräfe. In Wuppertal ist Schluss, hier noch nicht. Gräfe nimmt die Pfeife. Aue ist zweitklassig. Glückwunsch ins Erzgebirge. Marc Hensel und Bielebo, die beiden Torschützen des Tages. Es ist unglaublich, dass ausgerechnet sie getroffen haben, die bisher noch ohne Tor standen in dieser Saison. Sie wollten nicht zulassen, dass der Rasen geflutet wird. Aber wer will das jetzt hier stoppen? Quasi nicht möglich. Wichtig, dass die Fans sich vernünftig verhalten. Rico Schmidt können sie natürlich abknutschen, aber den Rasen sollen sie fürs Länderspiel hier unbehelligt lassen. Thomas Koss, längst ein echter Auer geworden. Seine Frau führt ein Restaurant hier in Aue. Er fühlt sich wohl und er ist so wichtig gewesen für diesen Aufstieg. Einer, der die Mannschaft immer nach vorn zog. Das ist die Aufgabe von Thomas Koss. Und er hat auch in diesem letzten Spiel 90 Minuten durchgehalten. Mit all seinen Blessuren und Rückenschmerzen, die ihn
über Jahre hinweg plagen.